Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute wollen wir noch die Fische präsentieren. Bist du gespannt, Thomas? Ja, absolut. Ich habe gerade gesagt, jetzt ist durch den Regen, hier geht ein Niederschlag rund und meine ganze Schönheit ruiniert worden. Dann sagt Jan, so viel Regen braucht es bei dir nicht. Hat er recht. Also wir haben hier einen Chaco und wir haben einen Karashi Kuchaku. Habe ich nach 1000 Mal suchen kein Bild gefunden in meiner Bilddatenbank. Und wie Sie wissen, ich dokumentiere ja alle Koi, die bei Kunishi aus dem Naturteich kommen, mit Ausnahme einer Qualität, die zukünftigen Elterntiere. Und das ist eigentlich das größte, das höchste Prädikat, was ein Koi qualitativ und vom Körper bekommen kann bei Kunishi. Weil mit was will ein Züchter potenziell züchten später mal? Mit sowas. Er hat den Status leider dieses Frühjahr schon verloren. Leider für Kunishi, gut für Heike und Thomas, weil dadurch ist er jetzt natürlich hier bei Ihnen. Macht man den Kleinen noch hoch, dann haben wir genügend Wasser. Solange die noch auspacken, die beiden. Thomas hat gerade noch was gesagt, nachdem der letzte Block fertig war. Und da hatten wir sehr davon, von den Bürsten. Und da war ich mal wieder voller Lob und voller Begeisterung, wie das Wasser war und Bürsten. Und dann hat er gesagt, siehst du hier den Goromo? Und den Goromo habe ich einen Block davor schon gelobt als einer der besten Koi im Teich. Sagt Thomas, weißt du, wie alt er ist? Ich sage, ja, so 10, 12. Wie alt ist er, Thomas? 8. 8. 8 Jahre alt. Und wann hat das Indigo angefangen zu drücken? Vor 3 Jahren. So, und jetzt müssen Sie eins lernen. Nee, müssen tun Sie nichts. Die Japaner, jeder Japaner schwört auf ein anderes Wasser. Wir gehen immer davon aus, mit dem Wappen mal noch kurz, sonst ist es zu viel. Wir gehen immer davon aus, die Koi haben eine Genetik, ich habe irgendein Wasser und entsprechend ihrer Genetik entwickeln sich die Koi. Nein, die Koi haben eine Genetik, ich habe eine Umwelt und in Abhängigkeit von der Umwelt entwickeln sich die Koi. Und ich sage Ihnen, verschiedene Varietäten, verschiedene Züchter haben verschiedene Vorstellungen, in welchen Koi sich ihre Fische am besten entwickeln. Und ich habe schon viel gesehen, ich habe schon viel gehört. Zum Beispiel für unsere kleinen Babyschoba haben wir einen sehr viel höheren Sandanteil im Naturteichboden, wie bei allen anderen. Aber eins habe ich noch nicht gehört, dass wir ein unorganisches Wasser haben oder ein unorganisches Wasser brauchen, damit sich die Farben gut entwickeln. Und ich muss auch bei mir in der Anlage sagen, ich bin völliger Fan, wenn ich gerade morgens in die Anlage komme, über Nacht wurde nichts gefüttert. Jedes Becken, was ich aufmache, ein gigantischer Glanz. Die Becken sind kristallklar. So macht Koi wirklich Spaß. Ähnlich wie deins ist natürlich noch viel besser als mein Wasser. Aber wenn Sie Ihr Wasser verstehen, wenn Sie wissen, wie Sie Ihr Wasser beeinflussen können hin zu dieser Kondition, werden Sie richtig viel Spaß mit Koi haben. Wie gefallen dir die 3, Thomas? Schön. Schön, sonst hätten Sie mir ja nicht gekauft. Martin, etwas klein. Ja, in deinem Teich oder in eurem Teich sind die wirklich ein bisschen klein. So, der Kuchaku ist über alle Parameter ein Oberhammer. Der metallikfarbene Glanz, der Körper, Karashi, Kuchaku, das Mami, also die Beschuppung, wie sie sich gerade zeigt. Also wenn wir in 3 Jahren kommen, hat er hier 85 Minimum. Sehen Sie den Glanz von dem Koi? Sensationell. Der Chagoi, das war nach dem Abfischen vom Naturteich Kirita, einer der 6, 7 Chagoi, die Konishi für sich behalten hat. Konishi, die mein Freund Makoto für sich behalten hat. Riesenkopf, geiler Körper, jetzt lange Zeit nicht viel zu essen. Aus der ganz normalen Karashi-Linie wird hier garantiert über die Jahre 1 Meter. Wie viele Schuppen haben dem gefehlt, als du bei mir warst? Du warst ja relativ kurz nach dem Shipment da. 4, 5 Stück haben gefehlt, ja. Und richtig böse ausgesehen. Richtig, richtig böse. Und es waren übrigens eher 10 bis 15. Und ich habe gesagt, in 3 Wochen ist das gut, gell? Hast du daran geglaubt? Nicht wirklich. Immer. Nee, er hat hinten noch eine ganz kleine rote Stelle, habe ich gerade gesehen. Das kann aber auch sein, dass eine von den neuen Schuppen sich jetzt nochmal angeschlagen hat während dem Transport. Und hier noch ein Karashi Ochiba, auch grandios und auch geboren, um auf über 90 Zentimeter zu wachsen. Also in Summe wirklich geil. Gefallen sie dir noch so gut wie am Tag, wo ihr sie gekauft habt? Noch besser. Auf welchen warst du? Ja klasse, wir sind hier in einem ganz anderen Ambiente. Der ist noch in der Box drin. Auf den freust du dich am meisten? Ja. So, Jan, wir brauchen einen Schlauchkescher. Ich habe keinen. Ich habe einen.
Das heißt, wo haben wir den denn? Oder? So, oh, du hast bei mir gelernt. Das war eine schnelle Ausbildung. Ich kann das Werkzeug zwar holen und die Hilfsmittel, aber anwenden. So. Jan, mach nicht alles nass. Hallo. Guck mal, es ist schon alles nass. Das schäft ja nur. Also bei euch stürmt es richtig hier. Das ist ja nur 70 Kilometer weg von uns. Wie weit wohnt Bobbele weg von hier? Leimen ist 3 Kilometer. Von 3 Kilometer? Ja. Hast du ihn mal live gesehen? Ja. Echt? Mhm. Vor oder nach dem Knast? Davor. Davor oder nach nicht? So, jetzt böse. So, und noch der Ochiba. Das ist echt. Jan, ich bin dir unendlich dankbar, aber das ist gerade echt nicht schön. Eklig! Ja, finde ich auch. Meine Füße sind auch ganz nass. So. Ta-da-da-da. Ein ganz geiler Karashikoi, 75 cm. 3 Jahre. Geil in Farbe, geil in Form. Und auch Potenzial auf über 100 cm. Habt ihr gerade überhaupt noch einen Karashi von uns, einen gelben? Nee, gell? Ihr habt Karashi Yamabuki. Wir haben 2 Karashis von dir drin. Kann ich dir später mal zeigen. Ich war so auf dem Goromo fixiert. Lach jetzt nicht. Lach nicht, habe ich gesagt. Ja. Das ist auch jetzt ganz am Ende von Konishi. Von Konishi, von Makoto, verdammte Scheiße, von Makoto ausselektiert worden. Und er ist knallegelb, hat aber trotzdem sehr viel Rot in der Schwanzflosse. Und wir wissen, dass Rot in der Schwanzflosse steht als Garant dafür, dass er sehr, sehr, sehr viel Blutgenetik von seinem Urgroßvater hat, einem über 1 Meter großen Jagoi am Ende, männlich. Und daher kommt das Rot in der Schwanzflosse. Die Mutter war Urgroßmutter war ein Deutz-Akami Kigoi, also ein quietschegelber Koi ohne Schuppen mit roten Augen. Hast du gewusst? Akame, sagen die Koi, die Züchter zu Albinos. Wenn's, genau, wenn's Augeninnere rot ist. Ja. Vor kurzem habe ich gelernt, wenn rot ins Auge geht, also hier außenrum rot wird, so, und von außen das Rot auch ins Auge reingeht, aber er kein Albino ist, heißt es nicht Akame, sondern Meaka. Also Rot Auge und Auge Rot ist ein Unterschied im Japanischen. Habe ich erst vor 4 Wochen gelernt, wollte ich jetzt mit euch teilen. Aber ihr scheint jetzt nicht ganz so begeistert wie ich. Von was nicht begeistert? Von dieser neuen Erkenntnis, hallo? Die nehmen wir mit. Das ist Evolution. Ist er Akame? Nee, er ist Akakuro. Geil. Bin begeistert. Also, ihr habt 4 neue, mega geile Koi. Glückwunsch, ihr zwei. Und was mich dann immer ganz geil macht, ist, wenn ich sehe, dass Fische, Koi mit so einem Potenzial in so einen Koi kommen. Nicht stürzen, Jan. Jetzt haben wir so Füße vorne weg. Das ist doch nicht schön, oder? Nicht gut. Nicht gut, gell? Nee, wäre gar nicht gut. Ja, Jan guckt nicht mehr fröhlich. Hokowit, the power from inside. Also, Glückwunsch. Und was macht ihr gegen Springen heute Nacht? Die springen nicht. Also, ich wünsche es euch. Ich würde trotzdem ab und zu mal rausgucken. Mama. Aber witzigerweise, und das kann ich will Ihnen jetzt keine Absolution geben im Regen, dass man nicht gucken muss. Aber wenn es so durchregnet die ganze Nacht, kann ein Koi rausspringen und kann auch eine Weile außen liegen, ohne dass da was passiert. Solange die Schleimhäute nass bleiben, Luft über den Luftsauerstoff, der diffundiert genauso durch die Kiemen, ist gar kein Thema. Jan, du bist gelernter Fischwirt. Wie lange würde das ein Karpfen aushalten, wenn der bei dem Wetter rausspringt? Schon. Locker, gell? Ja. Ist noch nie einer gesprungen, Martin. Noch nie? Noch nie. Wirklich. Final noch nie gesprungen. Noch nie? Wir haben Schlafzimmer hier hinten. Also wir haben alles im Blick. Schlaft ihr nicht?
Also, in diesem Sinne, hätte wohl jeder gern, dass die Koi noch nie geschoben sind. Da drin ist jetzt gerade ein bisschen Sozialstress. Da haben wir jetzt natürlich, ich würde jetzt gern mit der Kamera noch 5 Minuten draufbleiben, dass einer jetzt plötzlich so einen Meter rausschießt und dann durch den Ahorn durchbricht, noch einen Ast abreißt. Mit mir geht manchmal die Fantasie durch und der gewöhnliche Blog-Zuschauer weiß das. Goes wild. In diesem Sinne, vielen Dank. Danke euch beiden für die 3 genialen Blogs, die wir hier drehen haben dürfen. War ein wirkliches Highlight. Gerne. Dankeschön. Danke dir. Danke. Ciao.